even get to run. Hey moin Freunde, was geht? Hier ist euer Red Marek und Entschuldigung. Wir starten heute unser nächstes Let's Play, und zwar Call of Duty Black Ops 2, Kampagne, Story-Modus also. Ja, ich hoffe euch gefällt das soweit, die ganzen Let's Plays. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben macht, denn das motiviert natürlich einen, das weiterzumachen. Ja, ich bin heute wieder nicht alleine. neben mir sitzt Christian. Moin Leute, was geht? Und wir werden jetzt erstmal starten. So. Schon geht's los. Erstmal wieder ganze Rumgeschnacke wahrscheinlich erstmal im Spiel. Das ist meistens so. Kampagne, neue Story. Ah, fangen wir erstmal einfach an. Sonst verkacke ich ja eh wieder. Wow. Ja, jetzt kommen die ganzen Filmsequenzen, also wieder so innerhalb fast 10 Minuten, bis die Scheiße vorbei ist. Jetzt kommt erstmal hier. Ja, erstmal überspringen. Also irgendwie qualitativ muss ich sagen, ist es jetzt auch nicht wieder weltbewegend. Also bei Battlefield war es anders, das war viel besser. Aber mal gucken. Ja, Battlefield hat eine Grafik als Black Ops, ne? Das ist das Problem. So. Jetzt kannst du erstmal Waffen auswählen und alles, bevor du anfängst. Aber es ist ja alles. Okay, die AK. Aber ich denke mal, die ist besser, ne? Siehst du, auf eine Fall. Kannst du auch noch sehen, an der Feuerkraft. Ja. An einer Feuerrate. Da ist das Telefon, da muss alles freischalten. So. Kannst umschalten immer. Da habe ich auch natürlich noch nichts frei. Da habe ich auch noch nicht. Nee. Bringt natürlich erstmal nichts. Genau. So, dann. Hauen wir mal rein. Ja, okay. Das sieht natürlich richtig gut aus. Kannst auch überspringen, weil er erzählt mir die Geschichte, wie es abgelaufen ist. Ja gut, das sind die Filmsequenzen, ne? Dann sind die auch qualitativ sehr hoch. Ja, stimmt. Wow, jetzt wird es düster. Sieht so aus wie Denzel Washington. Ja. Ja, aber gucken, wie die Spielgrafik ist. Also, wenn die genauso ist wie im Video ihn gerade, wäre richtig geil, aber ich denke mal nicht. Dafür ist irgendwie Call of Duty echt No-Go, was Grafik angeht. Kann man nämlich nicht. Das ist eine andere Geschmackssache. Ja, ich mag grafikintensive Spiele. Oha! Da verbrennt einer. Ich versuche mich gerade zu retten, aber das lohnt sich nicht, weil. Gleich geht's schon ab, weil gleich wird's ziemlich krass. Sieht aus wie Panzerglas. Und der Freund ist dann verbrannt. Keine Chance. Leute, die nicht 18 sind, schaltet ab. Er sieht einigermaßen okay aus. Oh, jetzt mit Granatenwerfer. Was bin ich denn jetzt hier? Das siehst du gleich. Weil jetzt geht das erstmal richtig rund, weil. Oh fuck. Sicherheit bin ich jetzt hier irgendwelche. Keine Ahnung, Terroristen spiele ich bestimmt hier oder was? Möglich. Ja, ich kann ja schon mal. Ich hab das Spiel lange gespielt, also lass mal bestehen und muss damit rumballern gleich. Also was mach ich hier so? Immer gefahren. Was sind das denn für mittelalterliche Fahrzeuge da hinten? Ja, steht ordentlich. Power hier, oh Gott, was ist das denn, ey? Schämt euch, Freunde, wenn ihr so einen Army habt. Ich würde aufpassen, welche jetzt für die Hund. Da gleich kommen jede Menge Soldaten und die hätten bekommen, die musst du halt abballern. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie schnell das funktioniert. Ja, Freunde, jetzt will ich hier mal eigentlich anfangen. Jo, dann viel Spaß, Red Marek. Ach, Henkel. Ach so, das sind die Feinde. Genau, du musst jeden einzelnen Feind. Viele haben Knarren, viele haben Messer, da musst du wirklich aufpassen. Das ist gerade die Schwierigkeit im Spiel selber. Und toll, Dino. Der ist push. Hört auf mit den Granaten, Mann, das macht doch gar keinen Spaß, sonst hat man ja gar keine Gegner mehr. Also. Du musst ein Auto dahin Instruktionen zu holen, Mike. Das sind die auf dem Fahrzeug, die schießen Raketen und so. Was muss ich holen? Da. Ach, da. So, ich schon hier unser. Da, genau. Da ist eine Informationsaufnahme, da sind die Ziele. Mörser muss ausschalten. Wenn er ist umgeschaltet, da kommen jetzt die nächsten drei Leute. Die Mörser verteidigen. Ey, mein Freund. Hey, der will hören, hast du den?
Ja, ne? Ziemlich aggressiv, die Freunde hier. Kommen hier auch noch Panzer. Moin! Was war's mit dir? Wir müssen zurückgehen erstmal. Nicht mehr ins Bett gehen. Jetzt Kreuz hoch, Mike. Marek. Oder so, Luftanschlag anfordern. Dann müssen wir genau zielen, wohin. Da, die Panzer zu zerstören. Feuer! Genau. Fuck! Weiter. Mach mal. Nein, hab ich nochmal anfordern, glaube ich. Ein Panzer, was noch? Den erledige ich gleich so mit dem Panzer raus. Hier gibt's aber schon irgendwo eine. Flucht auch schon wieder eine rum, habt ihr im Kanal eine gesehen? Da, die Fahrzeuge, Achtung. Die ausschalten, das ist okay. Da, die Fahrzeuge ausschalten. Aha. Ah, musst du jetzt im Weg sein? So. Und aus dem Mauer ist noch eins. Die müssen irgendwie vorzeigen, deswegen muss ich nicht. Oh. Wo ist er aber? Sonst kommt es. Das ist ein riesen Schlag. Das wird nicht gerade anders auf. So steckt man vor dann wieder. Genau, das ist dafür habe ich auch voll viel Zeit. Jetzt, weil er irgendwo so Zeit hat. Alle getroffen. Alle kommt auf wieder. Ah, anscheinend ist da noch was, aber ja. Ja, da kommt noch was. Ah, mein Hubschrapp. War nicht ganz getroffen, aber passt schon. Fuck, einer ist schon wieder übrig, ey. Wo sind wir denn überhaupt? Hier Afrika oder was? So eine Art, ja, man kann ja. Sicher? Ja, sieht aus wie Afrika, wie ihr seid. Afrikanische Einwohner wollen euch das aus dem Arsch aufhalten. Was hab ich denn getan? Nichts, man muss zurück in die Türkei benutzen. Ja, warum zu schreien voll? Toll, jetzt kling ich mich da schon wieder ein. Das musst du ballern. Das ist das Problem gerade im Spiel. Krisen ohne Ende, ey. Immer Krieg. Ja, überall, ne? Ja, aber jetzt zieh dich zurück. Toll, dass er auch so ein Fahrt, ey. Das geht mir runter. Ich krieg den natürlich noch nicht mal mehr. Hab noch getroffen. Das war noch nicht mal mehr ich. Halt's mal. Ah, die Fresse. Kann ich auch nicht noch töten. Scheiße. Nein, ich wollte. So, hat sie geschafft. Alle Leute wurden besiegt. Der Heli, der dir geholfen hat. Sieht nicht aus wie ein Kampf hier, ne? Sieht aus wie so ein mittelalterliches Ding. Ja, die Raketensituation ist kaputt, der dabei ist. Vorne MG. Und Seite ist kaputt. Welcome to Jungle, ne? So ähnlich, genau. Junge, hast du eine hässliche Fresse, ey. Geh mal zum Friseur. Mal die Haare schneiden, ey. Dämlicher Bart. Mein Bart abrufen, ne? Deine Mutter rasiere ich gleich. Was willst du denn? Geh dein Spiel ganz ruhig. Obwohl, wie es aussieht, erst musst du geschafft. Das ging ja schnell. Ich glaube. Glaub mir, die erste Mission geht ziemlich schnell. Das war nur für Ballere. Na immer, die verarschen auch einen, oder? Ja, nein, das ist die erste Mission, glaube ich, gewesen. Oh fuck, Junge. Wie es aussieht. Ja, da kannst du jetzt nicht überspringen, weil der hat die Geschichte erzählt bei dahin. Der erzählt die ganze Geschichte, weil der einzige Überlebende im Krieg war. Ein Weißer in Afrika oder was? Überlebt. Yep. Wo hat der denn dann mitgekämpft? Ja, warst du die ganze Zeit. Und hier geht's weiter. Oh, runtergefallen. Ja, tut mir leid, das müssen wir natürlich vorspulen, weil es Bescheid ist. Ja. So, speichern, das war schön. Erstes Level haben wir geschafft. Davon bin ich nicht überzeugt. Oh, das sieht auch recht okay aus, aber. Nee, Mann. Das sieht nicht schön aus. Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute das zocken wollen.
Jetzt werden wir auch noch begrüßt. Eine Rakete, ja. Schön. Kriegen wir nicht ein Gewehr? Vielleicht. Lass mich abspringen, lass mich abspringen. Richtig so. Okay, die unter 18 echt wirklich weggucken. Uncut. Ja. Das wäre eine gute Idee. Das ist deiner, einer von der Seite. Ach so, Entschuldigung. Ach, da oben weißen drauf. Das war ja gleich jetzt richtig los. Oh, hallo. Er zieht immer das Gewehr irgendwie weg. Wo ist der denn hingekommen? Das ist auf dem Schiff, vergiss das nicht. Oben noch einer. Junge! Gib mir her, ich zeig dir ganz kurz, wie die Mission funktioniert. Nächster. Ja, der liegt. Dann versuch's jetzt nochmal. Komm, Mann, ich bin gestorben. Nein, muss ich das auch durchziehen? Vor allem, weil diese Hackpressen mich eben gerade umgebracht haben und das lasse ich auf mich nicht gut vielleicht. Da schießen sie auf den Gegner. Ich hab gedacht, das wäre meiner. So, jetzt Instruktionen nehmen hinter dir. Das ist die Kiste. Genau, Felix. Ach, der hat auch noch einen Bolzenschneider in der Tasche. Ja, klar, was denn so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hässliches Outfit. Nein, hinter dir, drin geh. Neben dir. Da vorne muss rein in der Kanone. Und dann die Abwehr nach vorne. Feuer. Das ging ja leicht. Da kann mehrere hoch, pass auf. Man kann die ja leicht hochjagen, mir anscheinend. Jetzt will ich die Seiten wechseln gleich, weil gleich kostet nicht mehr. Das ist einfach. Da ist ja so einer. Wo kommst du denn her? Ja, nach oben. Hallo! Lauf! Lauf! Hallo, ah, kriegt mir auch gut nehmen. Ja, bleibt mir nicht so eine Rübe hier eigentlich. Da, nee, den geht da, hinten aber. Was ist da denn passiert? Nicht gekriegt? Doch, aber die Schiffe waren auf einen Seiten. Deswegen wäre es besser, wenn die Kampagne auch zu zweit spielen kann. Also kann man auch. Kopfmodus. Feuer, Feuer. Aber so kommen die aufs Schiff, wenn du die Schiffe nicht rechtzeitig abschießt. So kommen die aufs Schiff. Das war aber lange gedauert, bis da Reaktion kam. So, das wollte ich mal eben gerade gesagt haben. So, wo haben wir denn die nächsten Spattel? Ist das denn schon abgesaufen? Ja, vorne ist unten eine Menge unten. Ich will aufhalten. Wie steuert überhaupt das Boot? Keine Ahnung. Ihr wollt meinen Kollegen töten. Ihr habt sie da wohl nicht mehr. Rett da mitten hin, ey, dieser Idiot. Ah, toll, ich hab meine Pistole fallen lassen. Wackelt ganz schön das Boot. Deswegen gehen wir aufs Riff zu schießen. Entweder finden wir noch mehr Soldaten mit Schiffen oder. Ich hab mich alles geknallt. Nee, das ist einer. Hast du auch mehr? Das kann mehr am Fluss. Achte auf den Fluss. Falls die Messdaten kommen. Da haben sie ja noch einer. Das müssen wir jetzt auch machen. Gucken, was drin ist. Und auf dem gleichen Auto.
Oh, Ebola, pass auf! Wutz, bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Warum beschützen die diesen Container? Doch gut. Nein, weil da vorne noch ein Überlebender ist. Also, der da vorne, der uns verwertet. Lass ihn ja an, der hat Ebola! Nein, die sind alle abgeschlachtet, sich gegenseitig getötet, weil von oben abgeschossen worden sind. Der ist der einzige Überlebende in der Tür. Das ist ja auch. Der einzige. Allein sind tot. Das ist das Problem. Das ist ein krasser Spiel. Und nur ein Überlebender auf dem Teil. Was haben die mit ihm gemacht, Hartz? Würde ich schneller machen. Zerstören Sie den. Da gibt's auch was. Dann krieg ich damit. Nicht knapp. Dann nehmen wir. Ah, fuck, musst du dich bewegen. Da unten, den da. Zurück, nein. Da war irgendwas. Zielsuche. Zielsuche? Da unten, da. Neben dir, hinter dir. Da unten liegt die Zielsuche hinter dir. Wo, hier? Hinter dir. Da, bei den Typen. Warum sagt er das nicht gleich? Ich versuche das mit der ständig mit der Patte vor. Feuer. Kannst selbst sein. Na. Ah, voll weg. Da ist mehr Rennen, jemand drin. So, machen wir jetzt. Feuer. Schade, dass es nicht über Battlefield ist, ne? Alter. Hä, getroffen? Ich hab doch das Ding getroffen. Ah, nur Muni. Hinter dir. Setzen. Oder gebe Pfeile. Damit aufmachen. Jetzt. Benutzen. Dann müssen wir nur sterben, wo der Code explodiert. Jetzt hab ich getroffen. Alter. Einmal muss aber noch. Nee, Mann, ich muss nicht einmal. Das wäre doch bescheuert, ich hab das sowieso schon vorher getroffen einmal. Ja, einmal halb bereit, dann muss er noch abschließen. Aber. Runter. Ich hole ihn. Auf die Hand so. Ich glaube, da haben wir schon mal gute Wege, wenn ich das anders gedrückt würde. Afrika, man, wer weiß, was alles ist. Ja, hast du mal recht, das kann möglich sein. So, angekommen. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Oh. Gleich wird es los. Und die Mission kenne ich. Ruhe. Ich bin vielleicht zur Arbeit. Fuck, jetzt muss ich den auch noch mit rumschleppen. Lauf doch selber. Komm, oh Mann, ey. Ich helf dir. Ein Tragen oder so wäre nicht schlecht. Das wäre schlecht, weil dann könnt ihr keiner von euch beiden euch gegenseitig beschützen. Lauf! Also schade, dass ich keine Handfeuerwaffe habe. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können es auf Indy um Evakuierung wenden. Ja, fühlt sich sicher, aber es ist aber besser. Ist. Moment. Hinter dem Stamm in Deckung. Mit dem, ne? Als ob der uns nicht sieht. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Knall sie da alle ab. Das sind nur Kinder. Jetzt, yes, ne? Du schließt einen Typen mit der Sonnenbrille ab und der andere Typ ist die Reihe glied einmal mit dem Kopf schluss durch. Ja, das sind Kindersoldaten. Ja, wir sind jetzt so gezüchtigt, dass wir kämpfen sollen. Obwohl die gar nicht, nicht kämpfen können. Gehen wir. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Ducken. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay, auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Jetzt!
Scheiße, sie haben uns gesehen, Mist! Fuck! Nicht gesehen. Ich bin aufregend, ich mach erstmal eine Pause und dann schreibe ich mit den Leuten. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Scheiße, sie haben uns gesehen, Mist! Okay. Warum macht unser Kollege hier nicht? Ihr müsst unbedingt durchkommen, weil ich mir nicht verstehe. Aber das ist doch bescheuert, ich mag sowas überhaupt nicht. Verdeckt bleiben, keine Action. Die kommt gleich noch. Pass auf, die kommt gleich noch. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Wir müssen irgendwie versorgen, dass wir das kämpfen können wieder, deswegen. Irgendwo hinbringen. Okay. Ja, okay, auf mein Zeichen, retten wir zur Holzhütte. Jetzt bloß auf. Nicht bewegen. Noch mehr Patrouillen. Oh Mann, ey. Ich hasse so. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Glaube ich dir. Zusammenbleiben! Schön lang. Dass es hier so hohes Gras gibt, ey. Ich muss aufpassen, dass wir da lang gehen. Da steht Folgen, also folge ich. Nein, ich meine, nachher musst du umgucken, wo die ganzen Daten stehen, weil nachher musst du glaube ich irgendwie allein durch. Scheiße, sie haben uns gesehen, Mason! Position halten! Sie sind direkt vor uns! Ich verstehe das nicht, wieso sitzt da unser Kollege da noch und macht nichts. Geht da selber im Gewehr. Einfach mal im Hinterkopf und fertig. Oh, ist das so dämlich. Jetzt weiß ich, warum Call of Duty Black Ops nicht im Fall ist. Ja, weil das bescheuert ist. Ah, nicht nur bescheuert. Du weißt nie genau, was du machen sollst. Das ist das Problem. Bei Battlefield weißt du es nicht eher. Da steht Folgen, ich folge den jetzt. Ja, pass auf. Der stellt dich hinter ihn, so schnell wie es geht. Da steht nicht mehr Folgen da. Position halten. Sie sind direkt vor uns. Ah, der Kollege gehört, deswegen ist er doch zugelassen. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Endlich. Er hat es geschafft. Boah, war das dämlich. Du schaffst das, Frank. Lass ihn doch einfach liegen. Was wollt ihr mit denen? Ich kümmere mich um Wurz. Na, endlich. Ich will aufpassen. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Kann da noch Knarren auswählen, alles. Schabungsgewehr. Ja, ich brauche noch eins. Oh, damit fehlt ja ein Telefon. Nichts machen. Ich mach das selber. Mullah Rahman? Kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta Marionetka. Kakiti. Gehen. Ganz Casino. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf. Du wirst mich töten. Ist mein Kollege eigentlich? Hat er sich schon wieder verpisst? Pero él no es. Sacke Maul ein! Die Waffen runter! Ich schwöre bei Gott, ich töte diesen Bastard! Los Americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Du Hurensohn!
Menschen, wir sind unterwegs. Geh zum Strand! Evakuierung! Wir sind allein. Zum Fluss gehen! Danke! Na endlich! Ja, immerhin besser als sonst was. Lass den Scheiß schatzen! Sie kommen her! Wir brauchen mehr Zeit! Ja, jetzt fängt auch an zu ballern. Die Hochstände sind gut für Scharfschützen. Kletter rauf und gib Deckung! Na los, Frank! Wir kommen raus! Nein! Scheiß Russen! Verdammt, keiner kommt! Was zum... Deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Ehre, Freundschaft. Ja. Er ist genau wie du, Kleiner.